I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world, like you're the only one that I'll ever love, like you're the only one who knows. Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute soll es meine Rezension zu Legend Berstende Sterne geben. Das Ganze habe ich ja mit der lieben Nicola von Birnchens Bücherwelt und der lieben Clary von Clary Morgenstern zusammengelesen. Einen lieben Gruß an euch beiden, ihr Mädels. Und ja, dieses Buch ist geschrieben von Mary Lou und kommt auch aus dem Löwe Verlag. Ich habe eben auch eine Rezension zu einem Löwe Verlag Buch gedreht, deswegen sage ich auch, das kostet neu auf 17,95 €. Und wie ihr wisst, geht es in dieser Geschichte um Day und June. Das ist der dritte Band. Also falls ihr den ersten und zweiten noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr jetzt im besten Falle abschalten, weil ich natürlich etwas aus dem Inhalt erzählen werde und auch meine Meinung zum Inhalt preisgeben werde. Und dann könntet ihr gespoilert werden. Also warne ich euch an dieser Stelle einmal vor, falls ihr die Reihe noch lesen wollt, dann schaltet jetzt ab. So. In der Geschichte geht es um Day und June und der Frieden ist in ihrer Welt zum Greifen nahe, aber die Schicksalsschläge, die Day und June getroffen haben, ja, fallen immer wieder auf sie zurück und behindern sozusagen ihre Beziehung und ihre Freundschaft zueinander. Und als dann sozusagen der, wie heißt es denn, genau, der Hass, der Gegner, der Kontrahenten aufflammt, müssen sie mit ihrer Liebe da entgegentreten und versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, um das Ganze zu bereinigen und zu verhindern. Ob ihnen dies gelingt oder nicht, das müsst ihr natürlich selber lesen. Ich hatte mich ja wahnsinnig auf den dritten Teil gefreut, weil mir der zweite ja super, super gut gefallen hat und ich sehr begeistert war. Ich fand ihn ja sogar noch besser als den ersten und deswegen war ich schon so heiß auf diesen dritten Teil und ja, wir alle drei Mädels waren super darauf gespannt und ich habe das dann gelesen und war auch relativ schnell. Ich glaube, ich war die erste von uns dreien, die fertig war. Ich muss aber sagen, dass ich diesen hier trotz allem, was hier drin passiert, etwas schwächer fand als den zweiten. Der zweite hat von mir ja 5 Sterne gekriegt und diesen hier würde ich 4 bis 4,5 Sterne geben. Also er war doch etwas schlechter, was jetzt nicht gravierend war. Es war ein guter Reihenabschluss. Ich fand das Ende auch interessant gewählt. Also das hätte ich vielleicht anfangs noch etwas anders erwartet. Ich hätte es vielleicht sogar etwas gröber erwartet. Es war dann doch nicht so. Es war dann so ein Mittelding, was ich echt gut gelungen fand, weil zu super Fan hätte ich doof gefunden und zu schlecht hätte ich halt auch doof gefunden. Deswegen konnte ich mit dem Ende sehr, sehr gut leben, aber ich fand stellenweise, dass das Buch ein paar Längen hatte. Die Action kam erst auf den letzten paar Seiten, auf den letzten 100 Seiten und bei 450 Seiten ist das etwas eher ungünstig, fand ich. Es war viel nochmal erklärt, viel rückblickend erklärt und aufschließend, also dass man das alles nochmal im Kontext sieht und versteht und die ganzen Zusammenhänge erkennen kann. Das fand ich irgendwo schön, aber irgendwie auch mal teilweise zu langatmig, was mich etwas gestört hat. Aber alles in allem bin ich natürlich begeistert und diese Reihe ist echt eine absolute Leseempfehlung. Also alle, die den dritten Teil noch lesen müssen, die sollten jetzt wahnsinnig schnell dazu greifen, denn er liest sich super, super schnell. Ich habe dafür 2,5 Tage gebraucht. Also das ist eine Trilogie, die einfach super ist, die sich, ja, die alles in allem eine Mischung aus Action, aus Drama, aus Liebe hat und das ist einfach, finde ich, die passende Mischung gewesen. Die hat mir sehr viel Freude bereitet, also schaut hier unbedingt vorbei, greift zu dieser Trilogie und ich habe ja sogar für mich entdeckt, dass es dazu noch eine Graphic Novel gibt und ich bin echt am Überlegen, ob ich mir die hole. Die gibt es derzeit nur auf Englisch, aber sie reizt mich trotzdem so, so sehr, weil ich die Zeichnung wahnsinnig schön finde. Vielleicht blende ich euch hier mal eine Zeichnung ein, wenn ich daran denke. Es sieht einfach richtig, richtig toll aus und ich möchte das so gerne haben und ja, vielleicht hole ich sie mir, dann werdet ihr sie ja in einem Neuzugänge-Video sehen. Und ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich finde, die Reihe ist super. Sie ist mit einem ja, perfekten Ende geendet und der Schreibstil ist wie immer einwandfrei. Day und June sind super Charaktere, wobei June am Ende so ein bisschen, ich hätte sie am liebsten geschüttelt, aber naja, es sollte wohl einfach so sein. Wenn ihr neugierig seid, lest es selber und wenn ihr das Ganze schon gelesen habt, dann schreibt mir gerne mal, wie es euch gefallen hat und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, meine Lieben! In the world.